Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem neuen Testvideo, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Testvideos, wobei, nee, es ist ein Video mit zwei Testprodukten, und zwar die neuen Giotto alla Neapolitana oder Neapolitana Style. Steht hier gar nicht genau drauf. Das habt ihr neulich in der Degusta-Box gesehen, da habe ich die her. Das hier hingegen hatte ich bei Netto Markendiscount gekauft, und zwar die Jokorette Blau Beere in der Limited Edition. Ich habe gehört, die soll schon mal gegeben haben. Hier auf dem Kanal gab es sie zumindest nicht. Ich habe sie noch nicht probiert. Wobei ich irgendwie überlege, ob ich die wirklich vor Urzeiten, also vor so 25 Jahren schon mal gegessen habe. Weil irgendwie kommt diese... Wobei... Vielleicht auch nicht. Jedenfalls, ich meine, dass ich sie nicht kenne. Oder eventuell doch. Jokorette Blaubeere, zwei neue Süßigkeiten. Neapolitaner wird uns dann so ein bisschen mit Haselnuss erfreuen. Ja, wobei ich mich frage, okay, ist Giotto nicht schon immer irgendwie mit Haselnuss gewesen? Also was wird dann anders sein? Vielleicht so eine Haselnusscreme in drin? Aber das war ja vorher auch. Also ich weiß exakt nicht genau, wo ich das differenzieren soll. Und hier mit Blaubeere, Jogurette geht immer. Wir gucken einmal drauf. So, also hier steht nichts drauf, weil das ist auch so eine Multipack. Das haben die da einfach rausgenommen. Deswegen musste ich jetzt hier mal im Internet schauen und was da so drauf steht. Also erstmal natürlich die üblichen Verdächtigen, was Fette angeht, Palmfett zum Beispiel drin, 3,5% Kakao, Haselnüsse 3,5%, hier ist nochmal Kakao 0,3% und Aromen sind auch dabei. Hier könnt ihr das sehen, ja, Brennwert 537 Kilokalorien und so weiter und so fort. Definitiv eine Süßspeise, gefüllte Gebäckspezialität mit einer Magermilch, Kakao, Haselnusscreme und Keksgranulat. Also irgendwie frage ich mich wirklich, was daran jetzt irgendwie anders sein soll. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das einmal an. So, diesmal muss ich es richtig machen. Beim letzten Giotto-Video habe ich nämlich die Packung wohl falsch aufgemacht, wie ihr mich alle daran erinnert habt. Auf jeden Fall sind hier einige der Keksgranulatbröse runtergefallen. So soll es aussehen. Ja, okay, die Füllung ist natürlich dunkler, weil Neapolitan, also vielleicht so ein bisschen kakaoiger statt haselnussiger. Ey, sorry, keine Ahnung. Hier ist keine Markierung drauf, wenn man die Scheiße aufmachen soll. Ich reiß das jetzt hier einfach auf. Oh, wir haben ein paar gelitten. Oh, war sehr gelitten. Okay, hier ist ein hat es komplett zerlegt. Das hier ist die Hülle und das hier ist die Füllung. So sieht sie normalerweise aus. Die Giotto-Kugel. Sind die ein bisschen kleiner geworden? Sind die schon immer so winzig? Drückt mir die Daumen. Oh, die sind auf jeden Fall außen sehr knusprig. Das kann ich euch schon mal verraten. Und so sehen sie jetzt von innen drin aus. Ja, das scheint recht fest zu sein. Also nicht sehr cremig. Aber vielleicht schmilzt es dann im Mund wegen dem Palmfett außen. Die Waffel außen dann so ein bisschen so eine Fettglasur, wo dann eben diese Keksgranulatbrösel drauf sind. Dann haben wir hier die Jogurette in der Sorte Blaubeere. Da waren 100 pro mal 9 drin, oder? Wobei, naja, vielleicht doch nicht. Bei 100 Gramm sieht das eigentlich eher so aus, ob das immer so war. Ich weiß es nicht. Der fruchtig frische Geschmack von Magermilchjoghurt und Blaubeere. So ein richtiger Klassiker auch, Jogurette, oder? Viele frieren die auch ein. Kann man machen. Umhüllt von zarter Vollmilchschokolade macht Jogurette Blaubeere so unwiderstehlich lecker. Unser Tipp, gut gekühlt aus dem Kühlschrank. Ja, habe ich jetzt in dem Fall hier nicht, dann schmilzt es wenigstens ein bisschen besser. Zutaten Magermilch, Joghurt, Heidelbeercreme, die natürlich mit 49,5% erstmal wahnsinnig toll aussieht, aber die besteht natürlich hauptsächlich aus Zucker und Palmfett. Und dann hier 10% Magermilch, Joghurt, Pulver entspricht 5% Magermilch, Joghurt, Pulver im Gesamtprodukt. Ja, also so viel Joghurt ist letztlich drin, Aromen sind drin, Joghurtaroma, Vollmilchschokolade 35%. Wir haben hier ein Heidelbeer- und Schwarzbeer-Johannisbeer-Granulat. Schwarze Johannisbeere meine ich. Wahrscheinlich vielleicht damit es ein bisschen intensiver dunkel wird. Fruchtpulver, schwarze Johannisbeere, Palme, genau, weil Farbstoff ist nicht drin. Ich denke, diese schwarze Johannisbeere wird dir so ein bisschen beim Färben helfen. Und hier unten habt ihr die Nährwerte. Ich finde diesen Baumstammdesign irgendwie immer sehr ansprechend. Ich weiß nicht warum. Das ist die Jogurette von innen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nichts Besonderes, außer dass es jetzt ein bisschen dunkelblau-rot ist. Also, Giotto. Super knusprig außen. Und es schmeckt schon anders.
Tatsächlich geht das mehr in Richtung Kakao, wie ich gesagt habe. Haselnuss merkt man auch, das geht dann vielleicht eher in so eine Richtung Haselnuss-Nougat-Richtung. Außen super, super knusprig, das ist wirklich toll. Und wie so dicke Keksstücke, die so richtig schön knusprig sind. Schmeckt mir gut, aber der Klassiker ist ehrlich gesagt nach wie vor ungeschlagen, meiner Meinung nach. Aber irgendwie viel geiler knusprig. Also das ist wirklich toll. Und wenn man so Neapolitaner mag und es ein bisschen kakaoiger haben möchte, statt ein bisschen weniger haselnussiger, dann sind die, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Probiert sie gerne mal aus. Und jetzt kommen wir hier zu der Jogurette. Der Grundgeschmack ist wieder Jogurette gleich und geil. Säuerlich. Auch die Schokolade ist auch ein bisschen knackig. Wenn man drauf beißt, hat man die in die Creme. Es ist sehr süß. 56 Gramm Zucker. Und hier ist zum Beispiel die Creme innen drin deutlich weicher als bei Giotto, wobei die, wie gesagt, auch geschmolzen ist. Blaubeere. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen Blaubeere. Gibt auch so ein bisschen extra Säure. Also man merkt das richtig auf der Zunge, dass es so ein bisschen säuerlich wird. Ja, also diese Joghurt-Aromanote, die kommt voll durch. Also das muss man natürlich so Schlag ins Gesicht, Joghurt. Aber ich finde es lecker. Ich bin aber auch der Meinung, im Kühlschrank vielleicht auf eine gewisse Art noch geiler. Aber auch so schmeckt es gut, was so ein bisschen weicher ist. Da hat man so ein bisschen mehr Kontrast. Außen knackig, innen drin cremig. Kann man machen. Also wer Jogurette mag, wer das Ding hier auch lecker findet. Das ist nämlich ehrlich gesagt gar nicht so großartig anders. Es hat dann nur so ein bisschen eine Blaubeernote statt irgendwie was mit Erdbeer, aber der Rest ist irgendwie gleich. Von daher, ja, kann man machen. Eure Meinung zu den Produkten gerne in die Kommentare. Und dann bin ich schon wieder durch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.